Die jungen Wikinger empfangen die UVB Vöcklermarkt zum Oberösterreich-Derby in der 17. Runde der Regionalliga Mitte. Beide Teams starten mit einem 1:0-Erfolg in das Frühjahr, während die Heimischen auf dem 4. Platz sind, geht es für den Tabellenelften aus Vöcklermarkt in den gelben Dressen um wichtige Punkte gegen den Tabellenkeller. Wir steigen ein in das Spiel, 7. Minute, Burkrabeck mit der Hereingabe und Daniel Maganic mit der ersten gefährlichen Aktion im Spiel. Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Einwurf bekommen die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Rossdorfer mit viel Übersicht, Abspiel auf Alji. Der fasst sich ein Herz, aber Schober ist mit den Fingerspitzen noch dran. Damit geht es torlos in die Halbzeitpause. Eine gute Stunde ist gespielt, Meier schickt Steinmann auf die Reise. Der muss das jetzt alleine machen, Wolfgang Schober wartet routiniert und hält sein Tor sauber. Nur eine Minute später fast im Gegenzug. Fürstaller mit dem langen Ball auf Maganic. Patrick Moser, der Rieder Schlussmann, ist geschlagen, das Tor ist frei. Benjamin Sammer rettet für die jungen Wikinger. Das hätte der Führungstreffer für die UVB sein müssen. Wir sind in der 74. Minute. Eckball von Meilinger. Der wird nur kurz abgewehrt, der Ball kommt zu Fürstaller, der fasst sich ein Herz, aber Patrick Moser ist zur Stelle. Eine Minute später auf der Gegenseite. Koridic, der macht mit dem Ball, was er will, da schauen vier Vöcklermarkt dazu, Abspiel auf Jonas Meyer, der fasst sich ein Herz, aber er findet seinen Meister in Wolfgang Schober. Es bleibt beim 0:0, ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sind. Wir sind hergefahren, dass wir zumindest den Punkt halten. Wir haben einen guten Nadelstich nach vorne gesetzt. Leider dann der vorletzte Pass nicht funktioniert. Ganz zum Schluss noch mal eine dicke Chance. Aber ich bin mit der Leistung, was wir heute gezeigt haben, sehr zufrieden. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben gewusst, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und einfach den Kampf annehmen. Wir müssen punkten und auswärts in Riad einen Punkt holen. Da kann man zufrieden sein. Ich glaube, wenn wir es über 90 Minuten betrachtet haben, haben natürlich die Vöcklermarkt auch andere Chancen gehabt, genauso wie wir. Es ist wahrscheinlich so eine Partie gewesen, der, was das erste Tor schießt, hätte das Spiel wahrscheinlich dann heimgespielt. So, ja, müssen wir zufrieden sein mit dem Punkt und Mund abputzen. Nächste Woche geht's weiter. Ja, ich glaube, grundsätzlich können wir zufrieden sein. Wir merken jetzt in den ersten zwei Spielen, dass sich die Gegner natürlich auch ein bisschen auf uns einstellen, stehen jetzt tiefer, versuchen zu kontern. Wir müssen ein Spiel machen. Ist natürlich immer schwieriger, als wenn man pressen kann und dann kontern kann. Ja, und das haben die Jungs gut angenommen. Es fehlt uns noch so ein bisschen die Balance zwischen kurzen Lösungen und tiefen Bällen. Aber das ist ein Prozess bei den jungen Spielern und den werden wir auch noch hinbekommen. Die Tabellensituation bleibt fast unverändert, die jungen Wikinger weiterhin auf Platz 4. Die UVB Vöcklermarkt verliert einen Platz, dafür vergrößert man den Abstand zu den Abstiegsplätzen um einen Punkt.